In diesem Video geht es um die Versus Aufgabenkarte von Tagliafico. Wir schauen uns wie immer erst die Aufgaben an und werfen dann einen Blick auf die Karte. Tagliafico erspielst du auch wieder im neuen Modus renommierte Rivalen. Hier musst du für Tagliafico ein Team voller Argentinier bauen, was dann so oder so ähnlich aussehen könnte. Versuch aber natürlich erstmal die Argentinier einzubauen, die du im Verein hast, da diese natürlich gerade im Preis relativ hoch sind. Wie auch schon bei Everton musst du in dem Modus 4 Spiele gewinnen. Insgesamt musst du in 8 Spielen ein Tor schießen. Und insgesamt brauchst du 15 Tore. Bei der letzten Aufgabe musst du 3 Tore per Flanke vorbereiten. Wie du das am einfachsten schaffst, siehst du in dem Video, was wir dir in der Infokarte verlinkt haben. Insgesamt sind die Aufgaben also nicht allzu schwer. Kommen wir jetzt zu der Karte. Die Spielerbio ist bei der Feuer- und der Eiskarte gleich, das sieht für einen Außenverteidiger ziemlich gut aus. Schauen wir uns jetzt mal die Ingame-Sets an. Tagliafico hat mit 87 ein okayes Tempo, das könnte aber ein bisschen besser sein. Schießen kann er eher nicht, aber das ist auch nicht so wichtig. Die Passsets sehen in Ordnung aus, aber jetzt auch nicht so mega gut, der kurze Pass ist mit 81, aber noch völlig in Ordnung. Die Eiskarte hat jetzt etwas bessere Dribbling-Werte, die sehen für einen Verteidiger echt ziemlich gut aus, vor allem der Balance- und der Reaktionsstat. Dann sind die Defensivstats hier ein bisschen schwächer, sind aber trotzdem vollkommen in Ordnung, vor allem für den Außenverteidiger. Dann hat Tagliafico noch eine richtig gute Ausdauer und mit 78 eine ganz gute Stärke. Die Feuerversion ist dafür bei den Dribbling-Stats etwas schwächer, andererseits bei den Defensivstats aber stärker. Bei beiden Versionen macht auf jeden Fall ein Shadow Sinn, vor allem um das Tempo noch zu pushen, und beide vertragen auch noch bessere Defensivstats. Verlinken kann man die Karten recht gut, weil es ja einige starke Karten aus Eredivisie gibt, aber vor allem von Ajax, wie zum Beispiel Gravenberg, aber ansonsten zum Beispiel noch Sangaré oder als Argentinier Correa. Beide Versionen sind auf jeden Fall stark, wir tendieren aber eher zu der Eisversion, vor allem wegen der besseren Beweglichkeit. Mit einem Shadow ist er dann ein richtig starker Verteidiger, mit dazu noch richtig guten Dribbling-Sets, das wird sich in-game echt stark anfühlen. Was ist deine Meinung zu Tagliafico und welche Version wirst du nehmen? Schreib uns das gerne in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.